Ich grüße euch, Freunde. Heute zeige ich euch The Green Mile von HD Zeta im Silver Label. Die Edition ist schon offen. Ich zeige euch erstmal hier vorne das Lenti. Das ist ja der elektrische Stuhl, wo der junge Mann hingerichtet werden soll eigentlich. Gucken wir mal vorne hier. Oh, sieht nicht schlecht aus. Das Coole bei den Silver Labels von HD Zeta, außer jetzt bei dem Batman, die ich euch mal gezeigt hatte, der Lenti ist nicht fest. Hier das Full Slip jetzt. Und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Hier. Sieht man es nicht? Doch da geprägt. Das ist auch so ein samtes Papier. Das kriegt HD Zeta immer echt cool hin. Zum Film brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ne? Also ein Meisterwerk. Das Bein. Backcover. Das ist das Gefängnis, wo die alle sitzen. Auch schöne Farben. Bisschen Fingerabdruck empfindlich hier, das Papier. Nummer 35 von 400. In den Audios kann man jetzt nicht viel lesen, ist alles asiatisch. Leider kein exklusives Steelbook. Wir schauen uns erstmal hier. Oh, das schöne Grün. So. Hier, 35 von 400. Das macht HD Zeta echt immer richtig geil, finde ich. Machen wir mal das Booklet. Echt schön. Richtig, richtig schön gemacht. So eine Art Zeichnung. Tolle Qualität. Toller Druck. Hier mit den Regisseuren. Ja, und hier. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Ich glaube, der Schauspieler lebt auch nicht mehr, ne? Ist früh gestorben, ich glaube an einem Herzinfarkt. Der hat ja auch bei Armageddon gespielt. Super Besetzung. Richtig coole Besetzung. So. Das sieht schon echt cool aus. Huch, das ist jetzt hier der Kleber. Naja. Ein bisschen vorsichtig sein, hier ist wohl abgegangen. So, das war das Booklet. Jetzt kommen wir mal zu den... Dieses Ding hier, ne? So, die Charakterkarten. Auch ein Hammerbild. Super Auflösung, tolle Farben, tolles Papier. Also die machen da echt eine super Arbeit. Ah, das ist eine tolle Szene. So, und dann kommen wir zum Steelbook. Das gab es ja, ich glaube, hier und bei Zavi auch. Hier haben wir es, The Green Mile, Tom Hanks. Leider keine Prägung und kein exklusives Steelbook. Schade, aber naja. Spine. Da willst du nicht scharf werden. Doch, da, The Green Mile. Hier die Maus. So, machen wir mal auf. Hier ist nochmal der Sticker von der Folie. Die Disc. Und das Innenartwork. Ja,
Also, das war jetzt The Green Mile von HD Zeta. Wie findet ihr die Edition und wie findet ihr den Film? Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich danke euch fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.